So, Leute, ein kleiner Vorschuss für die Allianz, aber macht ja nichts. Wir sind ein bisschen in das Game reingejoint. Wir werden natürlich, ohne natürlich unseren kleinen Versteckkünsten, uns auf dem Weg zu dem Punkt nach oben machen. Ich denke mal, zu zweit sollten wir in der Lage sein, den Typen da einmal komplett platt zu machen. Ich meine, ein Hunter ist dabei, der springt gleich, glaube ich, runter. Perfekt, ich warte nur auf den Moment. Jetzt! Okay, was war das denn? Habt ihr gesehen? Okay. Ich glaube, der ist aufgeregt. So, naja, dann müsste man jetzt hier so ein bisschen den Clip von Germany's Next Topmodel einmal anmachen. Bist schon auch schon so aufgeregt? Aufgeregt? Come on. Wer kennt's nicht, die guten alten Stefan Raab-Zeiten? Okay, der ist tot. Das Ding ist unsers. Ich glaube nicht, dass sie das noch irgendwie verteidigen können. Da haben wir unseren Job erledigt, du nicht, ne? Ich meine, das hättest du auch prinzipiell leider machen können. Da hättest du mich jetzt nicht unbedingt gebrauchen können. Der war jetzt nicht unbedingt so die krasse Herausforderung. Er war halt aufgeregt. Muss man halt auch mal gönnen. Nicht jeder kann so tscha-tscha-tscha-tscha sein wie wir. Das ist natürlich aber scheiße, dass da niemand in der Verteidigung ist. Ich glaube, ich habe gesehen, dass da ein Hordler rübergegangen ist. Oh, ich glaube mal, das Ding werden wir verlieren, wenn ich da jetzt nicht rübergehe. Habe ich recht? Habe ich nicht recht. Okay, gut. Dann ist ja auch alles was anderes. Ne? Einbindung ist schließlich auch eine Bildung, ne? Wollen wir attackieren oder wollen wir nicht attackieren? Ja, eigentlich schon, ne? Müssen wir. Wir müssen den Heiler mal ausschalten, mal so ein bisschen die... Ja. Guck mal, ist er tot. So. Jetzt, wo das Heilerproblem erstmal beiseite gelegt worden ist, können wir ganz entspannt hier einen den hier machen, ne? Dann können wir einmal noch den hier machen und dann ist er tot. Dann ist er tot, ne? Ohne Heiler-Support läuft halt nix. Das ist Regel Nummer 1 im Fight Club. Ohne Heiler ist das gegessen. So, das ist nicht so, wie ich es haben wollte. Eigentlich war mein Plan, die Lore so ein bisschen in eine andere Richtung zu bewegen. Das war mein Plan. Wurde aber ein bisschen dabei aufgedeckt. Brauchen wir dann also gar nicht erst wirklich so tryen. Okay, Schlaf versetzt. Ja, sicherheitshalber mal hier kurz hier. Ne? Kurz mal. Okay. Gut, dann machen wir das jetzt mal komplett wasserdicht. Der will ja nicht unbedingt in diese Sache reingehen. Das ist ja das Nervige. Ich mache ihn da immer wieder rein und er will nicht. Und dann mache ich ihn wieder rein, aber er will nicht. Leute, was soll ich mit euch anfangen? Die Leute von heute. So, tot ist er auf jeden Fall. Dann können wir uns jetzt mal mit dem beschäftigen. Ich glaube, der Beam geht gerade auf mich. Jo, der Beam geht... Ich weiß nicht, auf wen der Beam geht, aber auf irgendjemand geht der Beam auf jeden Fall. Doch, der geht auf mich, der Beam. Der Mr. Bean. So, jetzt können wir natürlich unsere Macht ausspielen hier. Ah, ich muss das ja auch noch erzählt haben. Das habe ich ja gar nicht erzählt, Leute. Das kann ich auch mal hier so nebenbei mal kurz droppen. Wir haben ja jetzt, wie ich es auch angekündigt hatte, unser Tierset. Wir haben unser Tierset voll, wir haben jetzt endlich geschafft, unser Tierset aufzubauen. Und dementsprechend sieht man es ja schon, es tut höllisch weh. Es tut höllisch weh, ne? Also wir sind ja ein Burster-Schurke, ne? Dafür sind wir halt bekannt, dass wir massiven Burst-Schaden machen. Und ich sag's mal so, Leute, wenn es nicht schon davor weh getan hat, dann tut's jetzt hundertprozentig weh. Da braucht man nicht darüber zu diskutieren. Und natürlich werden wir das zu unseren Gunsten ausnutzen, denn wir spielen jetzt mit unserem vollsten Potenzial. Das ist nun mal ein Gamechanger, muss man einfach mal so gesagt haben. Und das muss man auch natürlich ausspielen, diese Karte, die wir zur Verfügung haben. Deswegen werden wir hier auch noch ein bisschen zuschlagen. So, zack, erstmal gesilenced. Ah, das ist schon ganz nice. Dieser Silencer, damit rechnet halt keine Sau. Und dann, wenn es kommt, ist es halt das Beschissenste, was dir in diesem Moment passieren kann. Ich meine, ja, die eine Lore können wir verlieren. Ist jetzt nicht der Rede wert. Ich meine, schlussendlich kriegen wir zwei weitere. Das heißt, das wird schon. Wir sollten nur nicht jetzt zu greedy werden und langsam auch mal die Dinger verwerten. Weil ich glaube, eins hatten wir sowas von safe gehabt, das Ding, das letzte. Und ich glaube, kurz vorm Ende ist das Ding einfach wieder für die Horde gefahren. Weil da irgendjemand sich durchgesneakt hat oder irgendwie keiner verteidigt hat. Das darf nicht passieren, Leute. Das ist nicht schön. Das soll nicht passieren. Das ist nicht Teil des Plans, okay? Hat sich zurückgezogen, smart von ihm. Bringt ihn nur nicht viel. Und tot. So, Leute. Das Ding da oben sieht für mich so aus, als ob das Ding auch für uns fährt. Nice. Das Ding wird erstmal... Oh, wirklich? Wirklich? Für diesen... Okay, gut, er kann es ja nicht beeinflussen. Es ist halt der Nachteil an diesem Ding, was wir benutzen. Ich benutze es schließlich auch. Es ist halt eine gute Möglichkeit, direkt aus dem Stun rauszukommen, ohne großartig viel zu interagieren. Und... Ich hatte es ja schon mal im Vorfeld erzählt, das interagiert ganz gut mit Überlebenswille, ne?
Wenn irgendwie ein Stun unter 5 Sekunden kommt, kannst du Überlebenswille zünden, dann hast du einen Stun abgewehrt und dann, wenn es irgendwas über 5 Sekunden kommt, proc't sich noch das Schmuckstück. Andersrum geht's nicht, ne? Wenn das Schmuckstück sich als erstes proc't, dann hast du halt Pech gehabt, dann sind halt beides auf Cooldown, aber es ist halt ein High-Risk-High-Reward-Manöver, ne? Man kann schaffen, dass man zwei Stunts überlebt. Oder besser gesagt, ausspielen kann. So ist das nur ein sicherer Stun. Also es ist halt... Weiß nicht. Ist das wirklich wert? Muss man erstmal sich so weit überlegen. Okay. Der Mage freut sich wahrscheinlich. Endlich. Endlich kann ich mal was durchcasten. Ja, bringt dir nur leider nicht viel, wenn du dabei direkt wieder drauf gehst. Ah, okay, guys. Okay, guys. We have to think, ne? Also... Momentan sieht es für mich so danach aus, als ob wir nicht irgendwie hier haushoch dominieren. Obwohl das für mich persönlich so auf dem Schlachtfeld schon danach aussieht. Also es liegt scheinbar an der Exekution. So ein bisschen der Wille ist da, nur der letzte Punkt so, der fehlt noch. So der letzte entscheidende. Ja, Leute, ja, ernsthaft? Jetzt die Quest mit mir teilen, mitten im Fight? Ist ja sehr nett von euch. Okay, gut, der pullt mich zu sich. Ich kann nichts machen, weil ich bin... Ach, kriege ich nicht. Schade. Können wir erstmal ignorieren. Tja, so ein Arschkopf. Du Arschgeiger, Alter. Okay. You asked for it. Ich meine, ich bin ein Schurke. Was hast du dir erhofft? So einfach werde ich es dir natürlich nicht machen. Kleiner. Ja, mit Heilung. Okay, gut. Also brauchen wir nicht diskutieren. Bruder, komm wieder, wenn du wirklich auch fighten willst und nicht. Bubble? Wirklich? Wofür? Was ist da? Was? Wofür hast du jetzt? Okay. Ja, gut. Du! Wer bin ich, dass ich hier hinterfragen soll, wie Heiler interagieren? Da wird wahrscheinlich sich jemand was dabei gedacht haben, ne? Kann mich am Arsch jucken. Ich meine, den töten wir jetzt einfach. Ich meine, okay, gut. Wir haben nicht unsere tückische Klinge. Ah, das ist das, was ich meinte. So, das vom Prinzip her war alles geil. Nur das ist jetzt was nicht, was mir gefällt. So dieses ganze Geplänkel in der Mitte, was gar niemanden was bringt. Ey, der ist ja schon wieder da. Ah nein, das ist ein DK. Wollte mich, also gerade eben war ich so kurz Déjà-vu. What? Wir haben ihn gerade eben getötet. What the fuck are you doing here again? Ach, komm schon. Wirklich? Bruder, warum willst du fighten mit einem Heiler in deinen Nacken? Das ist, das hat nichts mit Ehre zu tun, das hat nichts mit Dings zu tun, das ist einfach nur erbärmlich. Ich meine, wenigstens als Schurke probiere ich es, ohne Heiler zu spielen. Aber ich meine, wir haben sowieso immer das große Pech, dass wir nie einen Heiler an unserer Seite haben. Manchmal kommt schon vor und manchmal ist es dann richtig geil, wenn das passiert, aber ist ein seltener Anblick. Ist ein seltener Anblick, so. Bruder, erstmal genug geheilt. Lassen wir es erstmal auf dich wirken. Und jetzt, pam, und dann pup. Skip it up und pup und tot. Alles klar. Das ist durch. Also wir führen nur mit einer Karre. Also irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Irgendwas stimmt hier wirklich ganz und gar nicht. Weil eigentlich müsste es deutlich mehr sein, was wir da bekommen. Das ist viel zu wenig. Viel zu wenig. Irgendwas... Ich sag's euch, wie es ist. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht mit den Punkten hier. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Aber vielleicht bin ich auch nicht so der krasseste Mathe... Freak, aber ich glaube mal, persönlich gesehen, ist da irgendwas Böses im Busch. Wie ich schon erwähnt hatte. Oh, Chaosblitze. Ja, es ist halt fucking... Es tut weh! Wenn mal vielleicht mal ein paar Leute sich dazu entschließen würden, mal hier rüber zu kommen und mal anzufangen, Damage zu machen. Oder sich die Basen... Ja, okay, gut, wenn wir zwei Basen haben, ja, kannst du mir eigentlich auch am Arsch vorbeigehen. Mal, ne? Finte. Und dann... Können wir sie aus der ganzen Situation befreien? Und dann? Ja. Fuck you guys. So. Und ich meine, wir brauchen nur die eine Karre und die Karre da oben. Das ist alles, was zählt. Ich muss mich jetzt hier nicht fighten oder battlen. Das ist mir... Das juckt mich nicht. Ach, Leute. Das ist schon mal gut. Das gefällt mir. Dat, der Spirit, den ich sehen wollte, das ist alles, was wir brauchen. Eigentlich nur noch das Ding durchdeffen. Ja, das Ding ist hundertprozentig, glaube ich, durch... Nice Stein. Aber da hat man es mal ein bisschen gesehen. Das ist die Macht. Das ist die Macht eines Meuchelschurken, wenn man ihn endlich mal lässt. Und ihr müsst euch mal vorstellen, das war vor dem Nerf. Also ich kann mir schon durchaus vorstellen, warum man gesagt hat, yo, 100% ist einfach viel zu krass. Weil das tut einfach fucking weh. Du musst dir mal vorstellen, die Dots ballern einfach in doppelter Geschwindigkeit. Du kriegst quasi zweimal diesen Dot ab. Es ist einfach nur pervers.
Also das anders kann man es nicht beschreiben. Dementsprechend, ja, kann man es auch mal machen, ne? Dann kommt auch mal guter Schaden zustande. Eine Mille sehe ich selten bei mir in so kurzer Zeit. 5 Kills, 0 Tode. Ja, das ist auf jeden Fall, kann sich sehen lassen. In dem Sinne, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. See ya.